What's up? Ich habe gehört, dass da ein Fremder in der Stadt ist und dass es irgendein Problem gibt und wir wollten losgehen. Genau, wir gucken uns das mal an. Ah, ich sehe. Okay, gut, du passt auf Vater auf und ich hau ab. Okay, don't you worry. Ich find's die Nürwitsch, das ist wie immer so nice und nett. Du nicht, Ariel? Hä? Was? Ich misch mich nicht in eure Beziehungsgespräche ein. Aber Moment mal. Wart ihr nicht Bruder und Schwester? Ich bin immer nett, nicht wahr? Ah ja, genau, also ist das die ganze, genau, wie hieß das in unserer Familie noch, wie Bruder und Schwester, so wie Hund und Katze, ständig am Streiten. Ah ja. Da sie technisch gesehen ja auch ihre Schwester ist, zumindest per Adoption, ist kein Wunder, dass die so übereinander herfallen. Ich wünschte nur, ich als Spieler müsste nicht mehr das Ganze antun. Andererseits würde ich nicht das alles quatschen müssen, weil das hier ein LP ist, wäre ich wahrscheinlich viel toleranter mit dem ganzen Geplappere. Wäre das wahrscheinlich sogar, hätte das einen gewissen Charme. Na gut. Ja. Verdammt, sie soll es netter sagen. Ariel ist doch schon die netteste hier. Ja genau, warum musstest du... Und er macht sich aus dem Staub. Ein Fremder. Ich hoffe, sie oder er ist nicht schon wieder jemand, der mit Ryoga zusammenarbeitet. Ja, er ist Teil von Ryogas Anti-CIA. Tausende Leute arbeiten für ihn, weltweit. Schauen wir uns das mal an. Jo, wie du willst. Hast du irgendwas Neues zu sagen? Nein, sie wiederholt nur das Gleiche, was sie gesagt haben. Okay, wir sind voll aufgepowert. So kann uns nichts passieren. Und wir gucken mal vorher, was es hier gibt. Ja, hast du irgendwas uns zu verschenken? Oh, gut. Das ist praktisch. Ja, ja, das musst du uns nicht jedes Mal sagen, verdammt. Wir haben wieder was geschenkt gekriegt. Und jetzt können wir das, was wir vorher bauen mussten, auch kaufen. In gewisser Hinsicht. Anscheinend kriegen wir immer pro Tag ein paar Gegenstände mehr. Können wir jetzt auch irgendwas Neues, Nützliches basteln? Ach, hartgekochte Eier geben Trefferpunkte. Na gut. Jetzt ist meine Frage beantwortet. Um ein hartgekochtes Ei zu kriegen, brauchen wir mal sehen. 3x Bouillon, 7 mysteriöse Eier und 3x Salz. Da kriegt man eine ganze Menge hartgekochte Eier, wenn man das macht. Müsste nicht Wasser allein ausreichen? Warum? Naja. Okay, das ist ein Amulett. Ah, Random Encounter Rate runter. Wenn wir das tragen, haben müssen wir also weniger oft kämpfen. Nachteil ist natürlich, wenn wir das tragen, sind wir nicht besonders gut geschützt. Und damit können wir die Encounter Rate nach oben treiben, weil das wir also praktisch so dringend brauchen wie ein drittes Bein. Hier haben wir der Duplo-Ring. Haben wir einen Stein. Und hier haben wir auch noch nicht das Duplo-Bracelet. Ja, 2 Punkte mehr Verteidigung und 3 Punkte mehr Angriff. Naja, besser als nichts. Dafür brauchen wir polierte Steine, Sandsteinerz und das Hämatit-Armband. Na ja, gut. Kriegen wir also demnächst auch. Wir haben ja einen Ort, wo wir diese Steine kaufen können. Und Sandsteinerz kriegen wir wahrscheinlich, rate ich mal jetzt, in der nächsten Fabrik oder Festung oder was auch immer. Irgendwas, was wir nicht mehr brauchen. Ach, wir haben noch ein Erz übrig. Aber mir fällt da was ein. Ich kann nämlich jetzt Waffen verkaufen. Du kriegst diese Axt, denn die war nämlich komplett nutzlos. Oder ich versuche mal von allen 2 Sachen zu halten. Da haben wir immer eine Sache zum Experimentieren und eine Sache für die Waffen. Okay, gut, dann würden wir das nächste Mal so eine Form kriegen für neue Waffen. Können wir anfangen, die alten zu verscherbeln. Weil 3 Versionen von einer und derselben Art Waffe brauche ich nicht. Oh, der fragt uns wieder, ob wir Geld gefunden haben. Und fragt uns, ob wir es annehmen sollen. Mal überlegen. Okay, ich nehme es mal an. Oh, yes, thanks. Oder vielleicht doch nicht. Ich nehme es. Belüg mich nicht. Hey, man kriegt's gar nicht? Oh, verdammt, eine Falle! Eine Falle!
Gut, dass ich vorher das Geld nie angenommen habe, aber das lasse ich nicht mit mir treiben. Ich teleportiere zurück. Zack. Okay, wie ich eben demonstriert habe, in solchen Spielen immer muss man immer so ehrlich wie möglich sein, weil in den seltensten Fällen bekommt man was geschenkt, wenn man unehrlich ist. Du bist ehrlich. Ich werde dir dieses Geld geben. Seht ihr, was ich meine? Ich war ehrlich und darum gibt er mir dieses Geld, obwohl es mir nicht gehört. Das ist zwar unlogisch und völlig bescheuert, aber hey, wir sind in einem JRPG, wir waren ehrlich und das bedeutet, wir müssen belohnt werden. Merkt euch das. Benehmt euch immer am besten wie ein super guter Paladin in jedem Spiel, das ihr spielt und das aus Japan kommt, ein RPG ist. Solange es als klassisch gilt, werdet ihr immer belohnt werden. So. Sir Childish sieht aus, als wären wir ein bisschen spät zur Party. Jeder ist bereits vor uns da gewesen. Naja, wir haben auch ein bisschen getrödelt. Schauen wir mal, was los ist. Oh, jetzt sind wir plötzlich an einem ganz anderen Ort. Irgendwo hier ist eine wirklich böse Macht, die irgendwo aus dieser Stadt kommt. Ich kann dieses Problem für euch lösen. Warum? Hast du die ganzen Plot-Coupons schon gesammelt? Hey, Moment, geht nicht. Wir haben ja 5 davon. Ich bin Tomei, ein Botschafter aus dem Land Onmyoji. So, er ist Botschafter. Was will er uns dann vorschlagen? Dass seine Armee vorbeikommt, um uns zu helfen? Wow. Der Kerl sieht wirklich mächtig aus. Ja, er sieht aus wie ein mächtiger Scharlatan. Und wo ist Onmyoji? Oh, es wird immer besser. Er ist also ein Botschafter eines Landes, das die Leute hier gar nicht kennen. Wisst ihr das nicht? Es ist ein Tempel, den ich irgendwo in Silturm, egal ob es Stadt oder Land ist, konstruiere. Er ist der Botschafter eines Tempels, keines Landes. Gut, warum auch nicht? Es ist allerdings immer noch nicht fertig. Aber wenn er fertiggestellt ist, wird er magnificent sein. Der Tempel ist also noch gar nicht fertig. Und trotzdem wandert er herum als Botschafter? Na, warum würde ich das wissen wollen? Nein, warum würde ich das wissen? Siltorn, du musst eine beschworene Kreatur sein. Ja, so sagt ihr Lokalen das. Aber in Siltorn bin ich eine Person. Ich dachte, beschwörende Kreaturen wären nicht ins Dorf erlaubt ohne mir, Meister. Habt ihr mich etwa hereingelegt, damit ich ein Guardian Beast werde? Ich hätte ja wohl davon gehört, wenn einige dieser Keystones zu dieser Schlüsselsteine kollapsiert wären. Aber das ist nicht passiert. Hast du nicht das dir die Abschirmung um das Dorf herum angesehen? Oh, ach so, ihr meint diese Abschirmung? Tomei of Onmyoji kann nicht einfach von so einem komischen Trick aufgehalten werden. Ich bin Enigmatik und ich habe verschiedene Schichten aus Geheimnissen. Wie eine Zwiebel aus Geheimnissen. Aus Mysterien. Und du bist der Einzige, der hier eingedrungen ist? Ich meine, wenn du nicht mit jemand anders wäre. Ich muss dich fragen, ob du ein streunendes Beschwörungsviech bist. Und tut mir leid, dass das so rassistisch klingt, so wurde ich erzogen in diesem Dorf. So nenne ich mich doch nicht selbst. Ich habe meinen Meister auf meinen eigenen freien Willen verlassen. Und ich wurde zu meiner Pflicht gerufen. Ich bin wie ein wanderndes Beschwörungsviech. Hat aber nicht lange gehalten, ne? Wandernde Beschwörung wäre natürlich noch sinnloser, also. Ich bin mein eigener Meister. Oh je, das klingt schlecht. Und dann bist du direkt hierher gestolpert, du armer Kerl. Ja, wir sollten nett zu ihm sein, vielleicht geht er weg. Was meinst du mit Pflicht? Hey, frag ihm keiner, ja genau, er könnte dich kulturell beeinflussen, das wollen wir nicht haben. Als ich ja gerade am Schlafen war, hatte ich eine Erleuchtung von den Himmeln und die wurde mir gebracht. Ich muss eine friedliche Welt mit Hilfe meiner eigenen Macht erschaffen. Okay, Fantasy Gandhi, meine Frage. Das hat nicht zufällig irgendwas mit einem riesigen Monster zu tun, das du benutzen willst und das hier zufällig irgendwo in der Gegend rumliegt? Oh, die meisten Leute würden das einen Traum nennen. Oder eine Illusion. Oder einen Deppentraum. Ich bin schon zu lange wach wieder. Meine Eloquenz leidet darunter.
sei kein Idiot. Es war eine Vision, die von ganz oben runtergeschickt wurde. Elegos. Ist das sowas wie Amen jetzt oder was? Elegos? Das ist der Wille dieser Welt. Es ist der Ursprung aller Dinge. Und es hat unendliche Macht. So wie der Christengott, den wir hier natürlich nicht kennen. Ah, jetzt wird's ernst. Wird es wirklich in Ordnung sein? Ich wusste dann, warum ich beschwört wurde, um Frieden auf diese Welt zu bringen. Und warum ist das ernst? Oh, ein ziemlich tolles Statement, wirklich. Du ganz allein, Fantasy Gandhi? Tja, ich bin um die Welt gereist. Verschiedene Probleme habe ich gelöst. Und jetzt bin ich hier. Ich muss die böse Energie stoppen, die hier, bevor sie aus diesem Dorf heraus sprudelt. Wovon redet er? Nicht etwa von Gouda oder was? Hey, du da. Was, ich? Ja, du. Ich kann die unglaubliche Aura sehen, die von dir raus sprüht. Meine Aura? Ja, das Thema hatten wir doch schon dreimal oder so. Was bist du? Oh nein, ich bin bloß ein Handwerksritter. Ein Handwerksritter. Ich bin allerdings eher sowas wie ein Knappe. Ah, ich nehme an, die Aura deines Guardian Beasts hat sich mit dir vermischt. Naja, gut, ich habe jede Menge Mana, aber ich denke nicht, dass es so rausleckt wie aus einem Reaktor oder so. Hey, Ariel. Ich denke, er kann deine Klingenfechtermacht spüren. Oh, no. Vielleicht solltest du abhauen, bevor er noch mehr durchdreht. Naja, das macht Sinn. Okay, see you later, Alligator. Los, hol diese Dämonenklingen. Wir zählen auf dich. Tja. Ja, toll. Witzig. Da haben sie sich so diesen Fantasy-Gandhi eingefangen und wissen nicht, was sie mit ihm anfangen sollen. Hat wohl einen Nachteil, wenn man 1000 Jahre lang isoliert ist in so einem doofen Dorf, ne? Kurzes Experiment. Ah, nee. Mist. Spiel verbietet uns, da wieder hinzumarschieren. Hey, hallo, wie geht's dir? Ah ja, ich weiß, ich bin ehrlich. Miau. Hey, das ist praktisch. Oh, jetzt der sabbelt wieder über Fischen. Um Himmels Willen. Fischen ist mir persönlich gefährlicher Fischen, ja. Als Minigame meine ich nicht wirklich, weil dazu bräuchte man hier in Deutschland ja eine Lizenz und das wäre mir zu viel Bürokratie. Aber für ein LP ist das wirklich nicht besonders freundlich, weil... Könntet ihr euch das vorstellen, mal stundenlang mir Videos zuzugucken, wie ich angle? Das stelle ich mir vor, damit das wäre wahrscheinlich höchstens vernünftig im Rahmen eines wissenschaftlichen Experiments. Kann Langeweile töten. Ja, was zum... Ach, das ist irgendeine andere Katze? Oh, ich hasse diese Mini-Quests manchmal. Ich meine, nur Katzen einsammeln oder sowas für ein paar Gegenstände. Naja. Ah, die immer mit ihren komischen Katzen. Ja, wir haben leider noch nicht alle möglichen Zonen, von denen der Kerl gar nichts wissen darf. Ich meine, hallo? Egal. Ja, kein Problem. Jetzt wird es natürlich eine Stufe schwieriger, weil ihr überall in der Gegend herum verteilt standet. Ach, ich überspringe mal dieses ganze sinnlose Herumgehample. Oh, ein Geschenk für mich? Nur her damit. Ah, Weizen. Grassaft. Wie kriegt man aus Weizen und Grassaft? Oh gut, was hast du denn zu sagen? Du sitzt hier immer hungrig rum. Ah ja, manche machen sich Sorgen um den Fremden im Dorf. Aber mich interessiert nur Curry. Ah, der denkt also nur mit seinem Magen. Ah ja, gut. Fremd ist das Dorfgespräch hier. Und der hier erklärt mir, die Dame hier oder was auch immer, erklärt mir schon 3 Billionstel Mal, wie das mit den Dingen abläuft, die das eine Kind ständig verliert. Was ich sowas von nutzlos und überflüssig finde. Ich meine, ich mache das jetzt zum 4. oder 5. Mal oder so. Wer es bis dahin nicht kapiert hat, was er machen muss, um dieses Ding zu finden, dem ist dann doch eigentlich nicht mehr zu helfen. Ja. Der hat von nichts eine Ahnung, ist wahrscheinlich der Dorfidiot. Ah ja, die Katze haben wir nicht gefunden. Mal überlegen, wo könnten die Viecher... Okay, zumindest die Katze. Yep, das war sie. Gefunden.
Ha, falsche Katze ausgewichen. Und wir haben ein hart gekochtes Ei, von dem wir jetzt wissen, dass es uns 900 Trefferpunkte bringt. Gut, darauf wäre ich ehrlich gesagt sehr nicht gekommen, hätte ich nicht zufällig nachgesehen. Okay, finden wir jetzt auch noch schnell dieses Ding. Ja, genau, wir sind zufällig direkt drüber gestolpert. Genau, das ist das Ding, das wir hoffentlich irgendwann mal herausfinden, was das überhaupt ist, was wir ständig aufsammeln. Und als Geschenk bekommen wir das hier. Das ist aber gut, das ist nützlich. Da meckere ich nicht drüber. Okay, weiter mit der Story. Zu rekapitulationieren. Wir haben also 4 Plot-Coupons zuerst eingesammelt, nämlich diese komischen Kristalle. Nee, zuerst waren wir auf der Suche der magischen Schwert-Dämonen-Klinge und haben diese 4 Festungen durchgewandert. Dann haben wir in der vorletzten Festung herausgefunden, dass wir uns gleich zu dem Schwert hin teleportieren können. Dafür brauchen wir nur die 4 Beschwörungskristalle. Die haben wir dann eingesammelt aus allen 4 Festungen. War sehr ziemlich leicht, weil da wir 3 von 4 Festungen bereits besucht hatten. Wir mussten also nur hin und her wandern, bis wir die Leute gefunden hatten, die sich die Kristalle eingesteckt hatten zum Teil. Danach sind wir in dieser Festung umgewandert, bis wir das Schwert gefunden hatten. Natürlich wurde uns dann gesagt, 1 reicht nicht, wir brauchen 4 davon. Es wäre natürlich toll gewesen, wenn der blöde Roboter uns vorher gesagt hätte, dass das Schwert Dämonenklinge, das wir suchen, nur 1 von mehreren ist. Na, das ist eben ein Roboter für euch. Die nehmen alles wörtlich. Okay, aber genug Jammerei. Wir wandern mal wieder raus. Und, hey, uns wird wieder aufgelandet. Hey, Rocky, du bist's, genau. Und er begrüßt Ariel. Hey, wo geht ihr gerade hin? Oh, wir gehen wieder zu der Breeze Brigade, zu unserem geheimen Versteck. Genau, wir werden ein spezielles Mahl allen zubereiten. Wirklich, was habt ihr vor? Alle vergiften? Hey, wir sind ein gutes Team. Lynn hat ihm vorhin ein Kompliment gegeben und jetzt fühlt er sich richtig toll. Genau, Kara, lass uns gehen. Okay. Ah, Tatjana, vergessen. Tja, Kinder. Tja, ja. Dann ist jetzt Lynn also eine neue Flamme. Kinder. Gut. Es war lustig. Aber jetzt müssen wir uns zur Donnerfestung beamen. Und vorsichtshalber mal speichern. Und speichern.